ich bin die Nicole Schmalwieser, ich bin 34 Jahre alt, wohne im Burgenland und das ist mein sechsjähriges Neufundländer-Mädchen, die Sammy. Ich möchte euch die Geschichte von meinem Kater Strizi erzählen, dem die Sammy vor 2 Jahren das Leben gerettet hat. Ich war zu Besuch bei meinen Eltern. Die sind gerade mit dem Auto weggefahren, um einzukaufen. Ich bin drinnen gesessen, habe gearbeitet am Esszimmertisch und plötzlich habe ich draußen einen Hund bellen gehört. Und zuerst habe ich mir gar nicht gedacht, dass das die Sammy ist, weil die Sammy bellt ja nie, außer auf Kommando oder wenn sie Leckerli fordert. Und darum habe ich zuerst gar nicht reagiert, aber das Bellen hat nicht aufgehört, ist im Gegenteil sehr aufgeregt gewesen und dann habe ich mir doch Gedanken gemacht, habe mir gedacht, jetzt schaust du mal raus, was da los ist. Dann habe ich das Fenster aufgemacht und habe eben die Sammy beim Tor stehen sehen und habe dann erkannt, dass unser Kater, der Strizi, im Tor steckt. Also er hat sie quasi eingezwickt. Ja, ich bin dann natürlich sofort rausgeschossen, habe den Kater aus seiner misslichen Lage befreit. Gott sei Dank hat sich herausgestellt, dass er keine inneren Verletzungen hatte, sondern nur ein Schock. Aber nicht auszudenken, was halt passiert wäre, wenn die Sammy nicht gemeldet hätte, wenn die nicht gebellt hätte und mir so Bescheid gegeben hätte, dass der Strizi in Schwierigkeiten ist. Und darum ist die Sammy meine tierische Heldin.